Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Lalalala Let's Play Civilization 6. Und ja, wir sind zurück mit Frankreich und können uns direkt mal eine große Persönlichkeit gönnen. Und zwar einen großen Schriftsteller. Den rekrutieren wir uns mal richtig fein. Und schauen mal, was so abgeht. Ich habe in der Zwischenzeit, wo ich hier die Frankreich-Let's Plays mache, auch tatsächlich herausgefunden, dass mein Internet inzwischen zumindest für einen halbwegs passablen Livestream geeignet ist. Das ist dann wahrscheinlich nicht ganz optimale HD-Qualität, aber es geht schon mit 720p Auflösung auf YouTube. Das ist ganz cool, also für die Leute, die vielleicht mal Bock haben, mir live beim Zocken zuzugucken, kann ich das nur mal. Oder würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere sicherlich mal zuguckt und da auch mal dann seine Meinung und seine, wie soll ich sagen, eine Meinung ist vielleicht falsch, aber seine Kommentare im Chat da lässt, ja. So, eine Einheit benötigt Befehle. Welche Einheit? Der Schriftsteller benötigt Befehle. Habe ich denn noch irgendwo ein Platz hier, was wird denn da eigentlich gebaut? Das ist die große Bibliothek. Ich glaube, die große Bibliothek hat sogar irgendwie was am Start. Dauert jetzt noch 14 Runden. Okay, der große Schriftsteller. Ich weiß gar nicht, ob wir. Hier kommt ein Handelsbezirk hin gerade, weil wir eine neue Handelsroute brauchen. Also, wir sind auf jeden Fall ziemlich beschränkt auf dieser kleinen Insel und sollten uns auf jeden Fall irgendwo ausdehnen. Aber so viel Platz ist hier auf jeden Fall derzeit nicht. Ich glaube, ich wollte hier nochmal ein bisschen nach links rüber segeln, ja? الدائم الذي لا ينتهي ملكه أرسل إليك تحياتي يا صديقي العزيز. Yo, Arabien ist am Start. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ach was, da geht's nicht weiter. Scheiße, muss ich hier rum. Ja, er muss halt ein bisschen chillen jetzt mal. Also ja, ist auf jeden Fall derzeit hier, wie soll ich sagen, relativ. Relativ schwierig irgendwie, ne? Hier würde sich das vielleicht noch lohnen, irgendwo zu siedeln, zum Beispiel hier drüben so. Na, hier direkt am Naturwunder. Man ist da natürlich aber sehr dicht an den anderen Völkern dran und hat auch eine schwierige Lage, was die Produktion von Einheiten angeht, oder beziehungsweise den Support von Einheiten. Hier ist das Tote Meer. Das hatte ich auch schon gefunden. Ich glaube, jetzt habe ich dann auch fast die ganze Karte auf der Seite zumindest entdeckt, ja. Ja, Kollege, du musst ja mal jetzt erstmal eine Runde schlafen. So, schauen wir mal, was jetzt hier noch so geht. Wir haben jetzt hier die Orangen abgebaut. Ein Watt gebaut. Eine Hofdame hat etwas Interessantes mitbekommen. Hat klassische Republik. Okay. Ärgerlich, da kommen wir nicht lang. Gut, dann müssen wir irgendwie hier rüberfahren. Vielleicht kommen wir hier dann durch. Ich will es mal hoffen irgendwie. Ein bisschen Kupfer abbauen. Oh, Arabien ist Platz 1.
Wir haben aber mehr Wissenschaft pro Runde. Halt, stopp. Achso, er wird automatisch dahin gehen. Oh, hab gerade gedacht, irgendwer hat große Bibliothek gebaut, ey. Es ist immer so scheiße. Irgendwer baut ein Wunder. Ist jetzt auf jeden Fall nicht so die optimalste Sache. So, hier, die Kollegen bauen wir mal ein bisschen davon ab. Kommen wir hier drüber? Nee. Na, wahrscheinlich müssen wir halt. Tatsächlich. Ja, willkommen hier. Ja, ich versuche hier halt den Container ein bisschen zu beleuchten. Da muss er ja echt umständlich fahren, aber müssen wir so machen. So, der Kollege, was könnte er denn noch abbauen? Krabben werden schon abgebaut, da sind auch Krabben, die gehören mir aber noch nicht. Er könnte mir noch das zweite Eisen abbauen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt werden wir uns mal hier so ein bisschen. Oh, wir brauchen Wohnraum in Paris. Ja, klar. Lässt sich sicherlich irgendwie einrichten. Haben wir hier eigentlich schon irgendwie. Aquädukt haben wir da noch nicht gebaut. Ah, anscheinend ist da die Insel auch zu Ende. Wir haben also quasi aber den ganzen Westen noch nicht erforscht. Hier drüben ist Kairo. Holy moly, die sind ja richtig groß. 16er Stadtstaat, 16er Staat schon. Das ist ja krass, ey. Also hier drüben ist, scheint auf jeden Fall noch eine riesige Welt zu sein, ja, logisch. Und wir sind hier das kleine Frankreich auf dieser beschissenen Insel, Mann. Die Startposition ist zwar ruhig, aber ich möchte sagen, es geht besser. So. Ah, ich sehe, hier ist unsere Religion nicht mehr am Start. Oder hatten wir das gar nicht gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich hatte doch meine Missionare darüber geschickt und die bekehrt, die Bastarde. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Apostel gönnen, weil wir müssen unsere Religion noch ein bisschen verbessern. In Lyon brauchen wir. Ein Industriegebiet. Das werden wir uns da jetzt schön mal hinsetzen. Industriegebiete sind ziemlich geil, bringen richtig Boni. Also ich habe ja jetzt, wie gesagt, schon im Livestream, der hier auf YouTube stattfindet, auf diesem Kanal auch schon mehrere, ja, ich möchte nicht sagen, aber mehrere Runden gespielt. Ja, schon deutlich mehr als in diesem Spiel. Und da ist mir halt aufgefallen, so, es ist vielleicht doch ganz angebracht, gegebenenfalls mal ja auch Industriegebiete zu bauen, ne? Das habe ich ein bisschen vernachlässigt in diesem Spiel und dadurch ja wird es mir wahrscheinlich auch irgendwann an Produktion mangeln, aber was soll's, wir werden jetzt erstmal hier den Glauben missionieren und uns einen weiteren Glaubenssatz gönnen. Das ist richtig nice, weil das richtig Kohle bringt und wir nehmen auch das. 10 ist richtig nice. Kaufen wir uns gleich den nächsten Apostel, damit wir das gleich nochmal machen können. Der, das kann weg. Wir haben Goodie Hut gefunden.
Das können wir aber erst nächste Runde machen. Und oh, wir brauchen auch hier Wohnraum. Also Wohnraum ist gerade ein bisschen eng bei uns. Aber können wir eventuell gleich mal ein bisschen was regeln. Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, unsere Landwirtschaftserträge zu steigern. Um sie zu nutzen, sollten wir zwei Bauernhöfe nebeneinander auf einem Landstück errichten, wo immer es geht. Okay. In der Demokratie zählt die Entscheidung des Volkes. Ja. Also ich könnte halt jetzt mal Monarchie gehen, ja. Aber Monarchie. Hat so viel Kriegssachen und ich brauche gar nicht die ganzen Kriegssachen, ja. Ich will eigentlich hier mal genau die Theokratie bekommen. Da arbeite ich jetzt auch gerade drauf hinaus. Glauben missionieren, Junge. Das brauchen wir. Und machen unsere... Er kann uns die auf jeden Fall noch nicht klauen, diese Runde. Wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall nochmal das Ding kaufen und einen Missionar gönnen. So, und der Missionar kriegt die Aufgabe, hier rüber zu gehen. Und dann schauen wir mal, ob wir da drüben wieder ein bisschen unsere Religion spreaden können. Oh, was möchte er? Ja, Eisen möchte er haben. Ich habe ja auch zwei Eisen. Das können wir von mir aus machen. Aber ich habe ja schon Tee. Perlen habe ich allerdings nicht. Das können wir gerne so machen. Kollege Gandhi. Der Zweck der Erziehung ist einen leeren... Jawohl. Und wir haben uns einen Handwerker gefangen genommen. Haha. I like it, bra. Die Frage ist nur, wie wir den quasi wieder nach Hause kriegen. Er hat jetzt noch einen Bau. Ich würde fast sagen, wir bauen hier einen Bauernhof hin. Sie hat ja gesagt, man soll mal zwei nebeneinander bauen. Ich weiß selber gerade nicht, was dann passiert. Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Vielleicht ist es ja extrem geil. So, was ist neu? Steigbügel hat einen Boost. Könnten wir auf jeden Fall wählen. Schauen aber vorsichtshalber mal einen Technologiebaum. Was jetzt... Oha, wir sind... Wir sind nicht weit hinten dran, aber ich würde sagen, dass die Amis hier hinten irgendwo schon sind. Hier irgendwo sind die Amis schon. Wir hängen also, was die Technologie so angeht, ein bisschen hinten dran. Bildungswesen abgeschlossen. Ich denke mal, wir werden tatsächlich Steigbügel machen. Und mal einen Gesandten senden. Was kriegen wir hier für ein... Produktion in der Hauptstadt bei Bau und Produktion bei Bau von Wundern, Gebäuden und Bezirken. Hongkong. Produktion immer gut. Gott grüße ich. Hallo Deutschland. Ich bin Kaiser Friedrich. Friedrich. Deutsche und welsche Lande über Burgund und manche mehr.
Ich weiß wohl, dass auch ihr kundgeherrschen mit rechter Gewalt. Er ist halt richtig der Gewalttätige. Er hat halt Bock, sich den Flock. Ja, ist eine sehr gute Idee, mein Freund. Was? Ja, Kurwa, Junge, was möchtest du von mir? Kurwa! Verstehe ich nicht, was möchte er? Also wahrscheinlich, weil ich eine andere Religion habe als er. Er ist so ein richtiger Homo. Und mal sehen, was Religionssieg angeht, ist Amerika vorne, dann Deutschland, dann kommen wir, dann kommt erst Arabien. Aber Arabien hat richtig viele Glaubenspunkte pro Runde und Deutschland hat hier eine Kavarelle rumfliegen. Ja, wir können es ja mal probieren, ihn quasi hier hinzuschicken. So, jetzt ist die Frage, wie verhält man sich, ja? Also wird mich sehr wahrscheinlich, kann mich hier angreifen. Er verliert dadurch ziemlich... Ich denke aber, wir werden... Ist das ein Hügel? Hügel, ja. Er kann sich also nur ein fortbewegen. So, wir haben hier den Bauarbeiter auf jeden Fall schon mal verbraucht. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr... Was hat der für ein Upgrade? Gegen Landeinheiten. Ach komm. Wird auf jeden Fall nicht sterben. Wir werden ihn nochmal anschießen. Und dann wird er auf jeden Fall ein bisschen Leben verlieren und durch das verlorene Leben. Oh, Kacke, geht's auch nicht weiter, oder was? Nee, gar nicht. Ich glaube, per Schiff komme ich da noch nicht rüber. Noch zwei Runden, bis die große Bibliothek fertig ist. Und dann kann ich da ein paar Schriftstücke reinballern. Hoffe ich zumindest mal. Amerika ist gerade auf das Naturwunder Great Barrier Reef. Das habe ich, glaube ich, schon entdeckt, ne? Hm. Produktion hier unten. Also, wir brauchen Wohnraum. Wohnraum bekommen wir durch ein Aquädukt. Und ein Aquädukt können wir ganz genau hier unten hinballern. Da verlieren wir 4 Nahrung. Heilige Scheiße. Das ist übel. Ach, die Stadt ist allgemein hardcore scheiße gewählt. Müssen wir anders Wohnraum uns erzeugen. Aquädukt ist dafür nicht gut. Wir werden uns dann lieber hier einen Handwerker hinzimmern. Oh, wir können noch einen Händler bauen. Aber wir brauchen erstmal den Handwerker. Ich habe hier oben zwar einen Handwerker, der losfährt, aber das dauert ein bisschen, bis er da ist. 9 Runden kann der auf jeden Fall mal nehmen. Er penetriert mal das Lager. So ist quasi tot. Wir können ihn jetzt upgraden, ne? Zack, Schwertkämpfer. Haben wir 2 Schwertkämpfer am Start. Also nicht wirklich viel. Also unsere Armee ist auf jeden Fall richtig schlecht. Aber wir brauchen auf dieser kleinen Insel bis jetzt noch keine Armee. Wir können zwischen den Stapeln der Bibliothek von Alexandria wandeln, wo alle Fantasie und alles Wissen versammelt. Habe ich das gerade richtig gelesen? Oh, beim Interessanten. Amerika hat Washington Platz für eine große Bibliothek geschaffen. Ha, ha, ha! Gedreckt, bra! Gedreckt! So, bedeutet... ganz kurz mal was checken, ja? Zwischen den Blumen ein einzelner Becher. Aha, da geht's nicht mehr oder was? Hat er? Ach so, was? Der hat 2 Aufladungen. Ach du Scheiße, Mann.
Ja gut, dann muss er da noch sein zweites Werk reinprügeln. Und ein Hafen wäre natürlich nice, aber wir brauchen Wohnraum auf jeden Fall. Und das können wir dafür opfern. Da ist Schluss. Kommt man nirgendwo durch, wa? Sehr, sehr ärgerlich. Oh, mein Herz, sei doch zufrieden. So, große Bibliothek ist auch voll. Großer Schriftsteller kann wieder in die scheiß Stadt, ey. Wir haben genug Werke, haben auch genug Tourismus. Schauen wir uns das mal an hier. Kultur. 7 von 40 Touristen derzeit. Da geht schon einiges. Hier ist anscheinend eine kleine Insel nur. Ja, das muss ja hier südlich, muss ja auch eine dicke Insel sein. Sollten wir da vielleicht mal gucken? Oh, hier kommen wir wahrscheinlich durch. Das ist nice. Schauen wir mal, dass wir da gleich weiterkommen. Und uns gegebenenfalls nochmal ein paar mehrere Sachen fehlen. Guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie England, ne? Aber ein bisschen. Nicht ganz so breit, nicht ganz so dünn, aber. Zwischen den Jo, Steigbügel. Grüßt euch, Steigbügel. Wir haben jetzt hier Möglichkeiten, unsere Sachen mal abzugraden. Das ist auf jeden Fall mal wichtig, dass wir auch militärisch nicht ganz so weit hinterherhinken. Wir haben derzeit echt keine Möglichkeit, hier noch irgendwo einen Schriftsteller hinzubauen. Deswegen muss er sich erstmal ausruhen. Ach, Kacke, da geht's doch nicht durch. Scheiße, Mann. Got baited. Oder dann kann ich Kartografie erfunden? Kartografie, Schiffsbau, Kartografie 15 Runden, das sollten wir vielleicht mal machen. Einfach nur, dass wir auch endlich mal hier übers Meer kommen können, ey, und nicht uns die ganze Zeit. Ah, hat er sich da gegründet, wa? Ah, nice, nice, nice. Wir sollten jetzt auf jeden Fall wissenschaftsmäßig auch relativ gut am Start sein. Mal kurz gucken. Wissenschaft. Sind wir auf dem zweiten Platz wieder vorgerückt mit 34,7 pro Runde. 48 ist Saladin. Heilige Scheiße. Der Typ geht richtig ab, ey. Wohnraum ist knapp. Ja, da wird ein Aquädukt gebaut, weiß ich. Er spreadet mal El Franzaco. Er hat es eingenommen und verschanzt sich da erstmal. So, ich hoffe doch, dass hier das mal langsam wieder. Ah, da ist unsere Religion schon wieder dran. Das ist sehr gut. Er kann auf jeden Fall sich mal dahin bewegen. Eine Einheit benötigt Befehle. Ein römischer Siedler. Wo will der denn hin? Man weiß es nicht. Ich glaube, das finden wir auch heute nicht mehr raus. Denn es ist schon wieder die Zeit um. 25 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, liebe Leute. Denkt nochmal daran, dass wenn ihr Zeit und Lust habt, ihr gegebenenfalls mal in den Abendstunden euch ein bisschen mal Livestream reinzieht. Die finden immer abends statt, manchmal auch tagsüber, je nachdem, wie gerade so die Lage ist, was ich vorhab. Heute
ist keine Ahnung, welcher Tag, weil ich das alles vorproduziere. Heute findet wahrscheinlich aber kein Livestream statt und bis zum 1. November wahrscheinlich auch nur sporadisch, weil ich da gerade, da bin ich nicht da. Ja, schauen wir mal. Am besten ihr subscribt meinen Channel und beobachtet das mal. Ich werde hier ein bisschen mehr Livestream auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.